Auf den Philippinen wird ein junger Mann beerdigt. Nur 26 Jahre alt ist Roger geworden. Seine Kinder sind hier, auch sein Vater. Roger ist nur einer von vielen Unschuldigen, die der brutalen Miliz von Präsident Duterte zum Opfer gefallen sind. Roger war Maurer. Sein Einkommen wichtig für die ganze Familie. Er hat nichts getan. Immer wieder werden Menschen einfach so getötet. Man beschuldigt sie, obwohl sie gar nichts verbrochen haben. Der Trauerzug macht sich auf den Weg zum Friedhof im Norden Manilas. Es ist ein riesiges Labyrinth aus bunten, ineinander verschachtelten Gräbern. Tagtäglich werden hier Dutzende Menschen beerdigt. Viele sind Opfer des blutigen Antidrogenkampfes. Der älteste Friedhof der Stadt. 1 Million Tote. Man muss auf andere Gräber klettern, um jemanden beerdigen zu können. Und zwischen all diesen Toten leben viele Menschen. Tausende haben Obdach hier gefunden. Menschen, die sich ein Leben anderswo nicht leisten können. Zu diesen Friedhofsmenschen gehören Tambon und seine Frau. Ihre Adresse? Die Gruft der Familie Confiado. Sie bewohnen einen Raum über den Sargkammern. Wir leben seit 22 Jahren hier auf dem Friedhof. So ist das eben. Das ist meine Arbeit. Ich fege hier, mache sauber, streiche auch mal etwas. Ich halte das Familiengrab meines Arbeitgebers in Ordnung. Manchmal bekomme ich etwas Geld dafür, manchmal nicht. Wer nicht arbeitet, hat auch nichts zu essen. Man kratzt hier jeden Krümel zusammen. Heute verlässt Tambon seine Gruft früh. Er kümmert sich auch um die umliegenden Gräber. Die Hinterbliebenen bezahlen ihn dafür. Das ist sein einziges Einkommen. Ein Grab bringt mir 20 Euro im Jahr. Manche Besitzer geben mir aber nur 10. Das reicht nicht, denn ich muss von dem Geld ja auch noch Farbe kaufen. Totengräber gibt es hier nicht. Deren Arbeit wird übernommen von Tambon und anderen Friedhofsbewohnern. Ihr müsst den Sarg hier rübertragen. Jede Bestattung bedeutet ein wenig Geld für Tambon und seine Nachbarn. Und seit der Wahl von Präsident Duterte laufen die Geschäfte auf dem Nordfriedhof gut. So ist das hier jeden Tag. Wir kümmern uns um die Beerdigung und die Angehörigen geben uns 1 oder 2 Euro. Davon können wir Reis kaufen. Wir versuchen, unsere Arbeit gut zu machen und schnell. Den Lohn gibt Tambon gern in den kleinen Läden aus, die auf dem Friedhof entstanden sind. Ich möchte Fischfrikadellen. Wie viel kosten die? Ich nehme welche für 3 Cent, bitte. Präsident Duterte hat angekündigt, 100.000 Drogensüchtige zu eliminieren. Dann wäre die Zukunft von Tambon auf dem Friedhof gesichert. Rodrigo Duterte ist einer der umstrittensten Politiker weltweit. Gewählt von einem verzweifelten Volk. Ein Viertel lebt unterhalb der Armutsgrenze, gefangen im Rauschgifthandel. Mit Duterte kam ein autoritäres Regime an die Macht, das seine Politik mit beispielloser Härte durchsetzt. Sein Vorbild? Diktator Ferdinand Marcos, der 20 Jahre lang Präsident der Philippinen war. Auf den 7000 Inseln des Archipels, 11.000 Kilometer von Europa entfernt, sind nun Dutertes Söldner unterwegs. Sie sollen Dealer und Drogenkonsumenten aufspüren. Und sie haben die Lizenz zu töten. Wenn du deine Waffe rausholst, schieße ich. Ihr Auftrag? Dealer von synthetischen Drogen zu finden. Von Crystal Meth, der Droge der Armen. Klar kenne ich das Risiko. Ich weiß, dass man mich jederzeit erschießen kann. Die Gefängnisse auf den Philippinen sind zum Bersten voll. Eine Folge des Drogenkrieges. Es gibt Abende, da sterben Dutzende Menschen in den Straßen von Manila. Pressefotografen dokumentieren die Gewalt. Wenn das der Preis ist, dann muss es doch einen anderen Weg geben.
Monatelang haben wir die Philippinen bereist, haben mit Drogenbossen gesprochen und den Milizen, die sie bekämpfen. Vom Dschungel im Süden bis in die Straßen Manilas wollten wir wissen, wie funktioniert der Plan Dutertes? Es ist 3 Uhr morgens, Zeit fürs Gebet. So we will be moving at In 2 Minuten müssen wir los. Lasst uns noch beten. Ein Ritual, das den Männern um Gil Castro wichtig ist. Die Anti-Drogen-Spezialeinheit bereitet sich auf einen Einsatz im Süden des Landes vor, in Kida Pavan. Ausnahmsweise dürfen wir mit unserer Kamera dabei sein. Der Einsatz der schwer bewaffneten Männer dauert nur wenige Minuten. Hier ist es, das Rosa Haus. Ihr Ziel? Ein Dealerring. Monatelang haben sie ihn beobachtet. Runter mit euch, runter! Die Kinder, runter! Alle auf die Knie, nicht bewegen! Du da, mit dem Baby, runter, auf die Knie, an die Mauer! Die Kinder bleiben sitzen. Ihr zwei da, kommt sofort raus. Hände hoch. Team 2, ihr sichert den Block ab. Und das Haus von außen. Team 3, ihr bleibt auf der Straße. Die Lage scheint unter Kontrolle. Doch plötzlich Schüsse. Diese Region ist nicht nur ein Drogenumschlagplatz. Bewaffnete Gruppen kontrollieren die umliegenden Berge. Kommunistische Guerillas und muslimische Separatisten. Nach allen Seiten müssen sich Castro und seine Leute absichern. Jemand hat auf uns geschossen. Wir haben zurückgeschossen. Es ist wohl jemand getroffen worden. Das kommt von da drüben. Feindesland. Da darf man nichts dem Zufall überlassen. Hände hoch, auf die Knie. Die Männer gehen immer gleich vor. Ergreifung der Verdächtigen, gründliche Durchsuchung, bis sie etwas gefunden haben. 4 Stunden lang drehen Castros Truppen jeden Stein um, filzen jeden Quadratzentimeter. Draußen werden inzwischen die Verdächtigen verhört. Was bist du von Beruf? Meine Arbeit? Heb den Kopf, ich will dein Gesicht sehen. Also, dein Beruf? Ich bin Bauer. Bauer? Was für ein Bauer? Wem gehören die Motorräder? Wer benutzt sie? Ich weiß es nicht. Ein erster Treffer. In einem Kinderrucksack finden Castros Leute Crystal Meth. Eine Dosis der synthetischen Droge kostet hier etwa 5 Euro. Die Hinweise der Drogenfahnder waren also richtig. Diese Droge, das ist leicht verdientes Geld. Und wenn du Geld hast, dann hast du Macht. Und wenn du Macht hast, dann kannst du hier alles kontrollieren. Das sind Drogenbarone. Du sagst, du bist nicht von hier? Du lügst. Ich wohne wirklich nicht hier. Lüg uns nicht. Wir wissen alles über dich. Wo ist deine Waffe? Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Pistole. Ich bin Zimmermann. Das ist alles. Versteckst du etwas? Nein, nichts. Was versteckst du? Sag's uns. Ich weiß nicht, was sie meinen. Ich habe mit denen nichts zu tun. Die Drogenfahnder wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Der junge Mann ist Anführer eines Drogenkartells und wird seit Monaten beobachtet. Ihm drohen 30 Jahre Gefängnis. Damit käme er sogar noch gut davon. Denn seit Duterte an der Macht ist, werden Leute wie er oft einfach erschossen.
Seit 3 Monaten sind wir hinter den Leuten her. Schauen Sie, sie verkaufen ihre Drogen vor den Augen der Kinder. Der Einsatz ist noch nicht beendet. Jeder Winkel des Dorfes wird durchkämmt. Das Gebiet auf der anderen Seite der Reisfelder wird von der Islamischen Befreiungsfront der Moros kontrolliert. Im Kampf gegen die Regierung in Manila. Der Süden ist ein Pulverfass. Alle Untergrundbewegungen finanzieren sich durch den Drogenhandel. Seid vorsichtig. Es kann sein, dass sie hier Minen und Granaten versteckt haben. Hier, ein 45er Colt. Hol die Fahnder, sie werden sich darum kümmern. Er ist geladen. Bingo. Hier sind Drogen. Viele Drogen. Leg alles hier hin. Wir kümmern uns darum. Oh! Wow, Methamphetamin. Ganz schön viel wert. Ende der Operation. Bilanz? Drogen, Waffen, Mobiltelefone. Das gehört mir nicht. Diese Frau soll zum Kopf des Drogennetzes gehören. Sie wird verhaftet, so wie alle Erwachsenen aus diesem Häuserblock. Heute Nacht wird sie im Gefängnis schlafen. Wenn ihr fertig seid, fahren wir, okay? Eine gute Tagesbilanz für Castro und seine Männer. Drogen im Gegenwert von 8.000 Euro. Aber die Dealer hier sind nur kleine Fische. Präsident Dutertes Wahlversprechen hieß, die Dealer auszulöschen. Dafür wurde er 2016 gewählt. Sein Vorhaben? Rücksichtslos und brutal vorzugehen. Sein Versprechen? 100.000 Kriminelle zu eliminieren. Vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an. Meine Kampagne gegen Drogen ist erst dann beendet, wenn auch der letzte Dealer und der letzte Drogenbaron erledigt sind. Dutertes Stil? Permanente Provokation. Ungefiltert. Barack Obama hat er einen Hurensohn genannt, ebenso den Papst. Er geht mit großer Härte vor, hat seine Soldaten mit allen Rechten ausgestattet, auch dem Recht zu töten. Er selbst scheint von Waffen besessen, rühmt sich in seiner Jugend eigenhändig Kriminelle erschossen zu haben. Laut Amnesty International wurden in seiner Amtszeit als Präsident bereits 8.000 Menschen ermordet. Duterte gestattet keine Kritik. Und doch wagen der Pressefotograf Rafi Lerma und ein paar seiner Kollegen einen Vorstoß. Als ich hierher kam, wurden in einer Nacht 3 Menschen exekutiert. Wir sind von einem Tatort zum nächsten gefahren. Michael Ciaron war der dritte. Da drüben ist das gewesen. Genau hier. Eine Mutter beweint ihren toten Sohn. Dieses Foto ging um die Welt. Es wurde zum Symbol für die Gegner von Dutertes Drogenkrieg. Ich erkannte die Kraft dieses Bildes sofort. Es ist ein besonderer Moment. Ein Familienmitglied am Tatort und dann diese Umarmung. Der getötete junge Mann wurde auf diesem Friedhof für Arme bestattet. Hier, wo die Särge einfach übereinander gestapelt werden. Man darf alles nicht nur schwarz-weiß sehen. Es gibt nicht nur Gut und Böse. Auch Dealer oder Konsumenten sind Menschen mit einer Geschichte. Sie alle haben einen Namen. Und sie alle haben Menschenrechte. Und Michael Ciaron ist nur einer von Tausenden. Wirklich, von Tausenden. Rafi ist mit Vincent verabredet. Auch Vincent ist Fotograf, hat die Auswüchse des erbarmungslosen Kampfes gegen die Drogen gesehen. Und auch er will nicht länger schweigen. Das sind alles Opfer. Die Polizei behauptet jedes Mal, sie habe nur zurückgeschossen. Aber schau dir ihre Handgelenke an.
Sie waren alle gefesselt oder trugen Handschellen. Das erkennt man auf jedem Foto. Ich sage ja nicht, dass sie Engel sind. Es sind Kriminelle, viele mit Vorstrafen. Aber deswegen darf man sie doch nicht einfach erschießen. Außerdem führt es zu nichts. Es verschärft die Probleme nur. Ist es jetzt sicherer in Manila? Im Gegenteil. Ich fühle mich nicht sicherer bei all den Toten. Ganz bestimmt nicht. Die beiden Fotografen hören immer wieder dieselbe Geschichte. Die Polizei sagt, dass der Verdächtige gewaltbereit gewesen sei. Man sei gezwungen gewesen zu schießen. Doch ein Überwachungsvideo beweist das Gegenteil. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Das ist der Fall von Benjamin Vista. Die maskierten Männer, das sind ausschließlich Polizisten. Und das da, das ist das Opfer, Benjamin Vista. Der Verdächtige, den die Polizisten festhalten. Sie haben ihm bereits Handschellen angelegt. Schauen Sie auf seine Hände. Die Männer auf den Motorrädern, das sind die Polizisten. Und jetzt kommt die Familie und läuft ihnen hinterher. Wir sind dann zur Polizeistation gefahren und schauen Sie, was wir dort sahen. Das ist Benjamin Vista, der Mann aus dem Überwachungsvideo. Der Polizist behauptet, Vista wollte ihm seine Waffe entreißen. Aber hier auf dem Video sieht man, dass der Beamte einen Regenumhang trug, der ihm bis zu den Knien ging. Und Vista war in Handschellen. Wie hätte er an die Waffe unter dem Mantel kommen sollen? Es fällt uns schwer, diese Geschichte zu glauben. Ruffy hat mit seiner Kamera viele schreckliche Momente festgehalten. In seinen Augen ist das Massenmord. Die Familien der Opfer sagen meistens nichts, verstecken sich sogar, aus Angst vor Repressalien. Aber Ruffy hat eine Mutter gefunden, deren Sohn getötet wurde. Sie war bereit, vor der Kamera zu sprechen. Ich bin angewidert von der Justiz. Ich verstehe nicht, was los ist in unserem Land. Mein Sohn wurde im März 2017 erschossen, einfach so. Man fand zwei Kugeln in seinem Hals. Er war 18, ein ganz normaler Junge. Nie hatte er etwas mit Drogen zu tun. Deshalb appelliere ich jetzt an Präsident Duterte. Ich will, dass die Tötungen aufhören. Die Opfer sind fast immer arme Leute. Die Reichen bleiben verschont. Duterte ist verantwortlich für diesen Krieg. Nicht nur Polizisten sind die Täter bei diesen Hinrichtungen ohne Anklage, ohne Prozess. Duterte hat ausdrücklich gesagt, jeder könne bei der Jagd auf Dealer mitmachen. Und so mancher Filipino hat daraus einen Beruf gemacht. Laut Amnesty International gehen seit Sommer 2016 4.000 Tötungen auf das Konto dieser Berufskiller. Einer von ihnen war bereit, mit uns zu sprechen. Eine Kugel, ein Mann. Meine Waffe ist für mich wie meine Frau. Wir verachten die Drogensüchtigen. Wenn wir darauf hoffen, dass es der Justiz gelingt, sie alle zu eliminieren, nein, das dauert viel zu lang. Mit uns geht das ganz schnell. Reibungslos. Wir sind nicht gegen unsere Regierung. Wir helfen ihr. Mit unserer Hilfe ist die Justiz schnell und effizient. Wir fürchten uns vor nichts. Kein bisschen. Wenn wir das hier nicht machen würden, wo würden wir enden? In Gottes Namen, wenn wir jemanden erwischen, der ein Verbrechen begangen hat, ich schwöre euch, egal wer das ist, den lassen wir nicht entkommen. Man muss sich natürlich schon sicher sein, wen man da vor sich hat. Denn einmal die Knarre rausgeholt, muss man auch schießen. Bang!
Mission erfüllt. Mission accomplished. Wir sind zurück auf dem Friedhof von Manila. Sein Sohn ist jetzt bestattet, Balbin geht nach Hause. Jetzt muss er sich um seine Enkel kümmern, die, das ist fast sicher, in großer Armut aufwachsen werden. Seit 41 Jahren teilt er sich mit seiner Frau diese 9 Quadratmeter. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Es gibt keine Arbeit, nur den Kampf ums nackte Überleben. Ich muss schon sagen, das Leben ist schwer hier. Wahnsinnig schwer. Ich arbeite als Träger auf dem Markt. Da verdient man nicht viel. Zu Hause aber bin ich glücklich. Da habe ich meine Enkelkinder um mich. Auch wenn sie manchmal Dummheiten machen, ich liebe sie sehr. Deswegen warne ich sie immer. Haltet euch fern von allen Drogen. Nehmt nie welche. Es ist 19 Uhr. Balbin und seine Frau gehen zur Arbeit. Sie arbeiten auf dem größten Nachtmarkt Manilas. So, Kinder, wir gehen jetzt. Jungs, ihr treibt euch nicht auf der Straße herum. Die Visoria, so heißt dieser riesige Markt, öffnet seine Pforten bei Sonnenuntergang. Dann kommen Tausende aus den Armenvierteln und hoffen auf einen kleinen Gelegenheitsjob. Hier müssen immer viele Sachen geschleppt werden. Einen solchen Job suche ich. Hallo. Haben Sie Arbeit für mich? Okay, ich komme. Balbin hat einen Job für die Nacht gefunden. Botengänge für die Gemüsehändler. Seit 1978 mache ich diese Arbeit. Also eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich kann gar nichts anderes. Kisten aufladen, Kisten abladen. Die ganze Nacht geht das so. Balbin ist jetzt 59. Sein Lohn nach stundenlangem Schleppen 3 Euro. Ein paar hundert Meter weiter beginnt der Tag für Pater Mathieu mit einer Morgenandacht am Fuß der riesigen Marienstatue. Danach führt ihn seine Arbeit an ganz andere Orte. Der französische Missionar lebt seit 1998 auf den Philippinen. Die Armut der Menschen hier hat ihn damals so sehr erschüttert, dass er beschloss, sein Leben den Kindern Manilas zu widmen. Jede Woche fährt er in die heruntergekommensten Slums der Stadt und besucht die Menschen. Vorsicht, rutschen Sie nicht aus. 80.000 Menschen leben hier im Müll. Hier sehen Sie die Bruchbuden und Hütten, alle in einem erbarmungswürdigen Zustand. Die Menschen hier leben von der Mülltrennung. Bah, diese Tüten überall. Alles Abfälle von Fastfood. Sogar Essensreste werden hier zusammengeklaubt, nochmal gekocht und zu lächerlich niedrigen Preisen verkauft. Der Plastikmüll wird hier auch herausgesucht und kiloweise verkauft. Wir befinden uns hier im Müll. Wir laufen auf Müll. Überall nichts als Müll. Schauen Sie, man beobachtet uns. Wir werden überwacht. Die Menschen hier sind misstrauisch. Sie kennen uns zwar, also werden wir keine Probleme bekommen. Aber man darf nicht vergessen, wir befinden uns hier in einem der gefährlichsten Viertel Manilas. Die Kriminalitätsrate ist wahnsinnig hoch. An jeder Ecke wird mit Drogen gehandelt und überall Bandenkriege. Jedes Kind aus diesem Armenviertel kennt Pater Mathieu. Seit 20 Jahren ist er hier, hat Schulen gebaut. Für viele ein neues Zuhause. Heute stattet er dieser Familie einen Besuch ab.
Vier Kinder und eine junge, mittellose Mutter. Ihr Mann ist vor kurzem erschossen worden, bei einem Anti-Drogen-Einsatz. Schauen Sie, hier kriegen Sie einen Eindruck davon, wie die Menschen leben. Man kann es nicht anders formulieren. Man hat diese Menschen auf den Müll geworfen. Dabei geht es ihnen noch besser als anderen. Immerhin haben sie Tageslicht. Da drinnen gibt es allenfalls eine Neonröhre. Hier sieht es aus wie nach einem Bombenangriff. Erschütternd. Inmitten von Müll- und Wellblechhütten zwei kleine Schulen. 5000 Kinder werden hier unterrichtet, dank des Einsatzes von Pater Mathieu und 130 Lehrern. Die meisten von ihnen ebenfalls aufgewachsen auf einer Mülldeponie. Wir haben hier ein kleines Schulzentrum gebaut, mittendrin im Slum. Das Klassenzimmer ist winzig, es gibt eben nicht mehr Platz. Deswegen gehen die Lehrer auch mal nach draußen. Wir müssen den ganzen Platz nutzen, den wir haben. Bei so vielen Schülern muss man erfinderisch sein. Ein paar Meter neben der Schule finden wir einen Drogendealer, der bereit ist, mit uns zu sprechen. Wir treffen uns in einer kleinen Gasse mitten im Armenviertel. Der Dealer, ein ehemaliger Hafenarbeiter, nennt sich Alan. Er sagt, er handle nur aus Not mit Drogen. Ich habe vier Kinder und selbst wenn ich hart arbeite, verdiene ich nicht genug, um sie zu ernähren. So habe ich mit den Drogen angefangen. Es ist leicht verdientes Geld. Klar kenne ich das Risiko. Ich weiß, dass ich dabei sterben kann. Obwohl es seit dem Anti-Drogen-Krieg von Duterte extrem gefährlich geworden ist, macht Ellen weiter. Die meisten Drogen verkaufe ich an Bauarbeiter auf den vielen Baustellen. Ich verkaufe ihnen Drogen für 3, 4, 6 oder sogar 15 Euro. Das reicht. Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth, ist ein synthetisch hergestelltes Rauschgift. Crystal wurde schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und an die Soldaten verabreicht. Es ist einfach herzustellen, einfach zu verkaufen und wird in allen gesellschaftlichen Schichten auf den Philippinen konsumiert. Ich wurde schon ein paar Mal festgenommen, aber das ist schon eine Weile her. Da hat man den Polizisten einfach ein bisschen Geld zugesteckt und man konnte wieder gehen. Jetzt, wo Duterte Präsident ist, ist alles anders. Ich weiß, dass er Drogen verabscheut. Aber für uns ist es die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wir müssen dealen, um zu überleben. Obwohl Konsum und Handel so gefährlich geworden sind, bleiben Drogen der wichtigste Wirtschaftsfaktor des Landes. Die gewaltsame Bekämpfung allein wird das Problem nicht lösen. Bald wird sich Kommandant Castro aus dem Anti-Drogen-Kampf zurückziehen. Doch er hat noch eine letzte Mission: die Präventionsarbeit an Schulen. Ich möchte euch heute etwas erzählen. Eure Feinde stehen draußen vor der Tür, überall. Sie warten auf euch, weil sie wollen, dass ihr Drogen nehmt. Sie wollen, dass ihr süchtig werdet. Die Dealer suchen sich die Schwächsten, die Verletzlichsten von euch aus, weil sie die am leichtesten verführen können. Wenn sich aber keiner verführen lässt, dann gibt es auch bald keinen Handel mit Rauschgift mehr. Und genau das wollen Präsident Duterte und wir. Steht auf und ballt eure Faust. So. 1, 2, 3. Jill Castro leitet die Anti-Drogen-Einheiten auf den südlichen Philippinen. Ein gefährlicher Job. Deswegen hat er seine Waffe immer griffbereit, auch auf dem Weg nach Hause.
Die Auftragskiller kommen hier meistens auf dem Motorrad. Das ist am praktischsten. Man erwischt das Opfer mitten im Straßenverkehr. Für einen erledigten Auftrag bekommen sie bis zu 800 Euro, je nachdem, wie wichtig die zu tötende Person ist und welche Möglichkeit sie hat, sich zu schützen und zu verteidigen. Ein Regierungsbeamter zum Beispiel bringt mehr Geld. Der Antidrogenkampf ist für mich mehr als nur ein Job. Ich opfere alles für ihn, notfalls auch mein Leben. So soll man sich eines Tages an mich erinnern. Castro hat 2 Tage frei. Die verbringt er mit seiner Familie in seinem großen Haus. Mami, ich bin's. Ich bin zurück. Ich habe ein paar Journalisten mitgebracht. Darf ich vorstellen? Meine Schwiegermutter. Oh, ich hatte keine Zeit, mich zurechtzumachen. Komm hoch, deine Frau wartet auf dich. Jenny und Jill haben zusammen studiert. Sie kennen sich seit 25 Jahren. Das ist meine Frau. Wer auf den Philippinen einen Polizisten heiratet, muss lernen, in ständiger Angst zu leben. Ich habe mich daran gewöhnt, immer in Sorge zu sein. Aber ich weiß auch, dass er auf sich aufpasst, so gut er kann. So große Angst wie früher habe ich nicht mehr. Jenny hat Verständnis für die Arbeit ihres Mannes. Sie selbst arbeitet ebenfalls für die Regierung, als Staatsanwältin. Welche Chips willst du? Die mit Gewürzen oder die mit Knoblauch? Knoblauch. Castro und seine Frau erzählen sich bei Tisch, was sie erlebt haben. Wenn ich zu Hause bin, fühle ich mich sicher. Bei der Arbeit bin ich immer unter Strom. Jeden Moment könnte etwas passieren. Die Männer von Castros Einsatztruppe kommen alle aus dem Süden, aus Davao, der zweitgrößten Stadt der Philippinen. Hier war Rodrigo Duterte 20 Jahre lang Bürgermeister. In dieser Zeit hat er aus der Stadt eine Festung gemacht. Unkontrolliert kommt hier keiner rein. Dutertes Motto heißt Nulltoleranz, egal wie klein oder groß das Vergehen ist. Die Folge? Davaos Gefängnis platzt aus allen Nähten. Gebaut ist es für 300 Insassen. Momentan sind dort 3000 eingepfercht. Die wenigen Aufpasser sind überfordert, halten Abstand. Direkten Kontakt zu den Gefangenen gibt es nicht. Hier ist José. Zentrale, das Tor zu Block 3 ist jetzt wieder geschlossen. Die Tore werden tagsüber geöffnet, damit die Gefangenen von ihren Familien das Essen gebracht bekommen können. José sagt, die Lage hier sei außer Kontrolle, seitdem Duterte Präsident ist. Die allermeisten sind wegen Drogendelikten hier. Ich bete dafür, dass wir mehr Platz für sie bekommen. Es ist alles viel zu klein. Schauen Sie das Gedränge. Es sind einfach zu viele. Nur wenige Häftlinge sind von der Polizei verhaftet worden. Die meisten sind freiwillig hier. Freiwillig im Gefängnis, weil sie nach Dutertes Drohung fürchteten, getötet zu werden. Ins Gefängnis zu gehen, war für sie die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Davao ist eine Art Stammsitz der Familie Duterte. Nach der Wahl zum Präsidenten wurde Rodrigos Tochter Sara Bürgermeisterin der Millionenstadt. Wir sind in Mako, 2 Stunden von Davao entfernt. Auch diese Stadt ist fest in der Hand eines Clans. Seit Generationen stellt hier die Familie Rimando den Bürgermeister. Wenn Sohn Adrian das imposante Familiendomizil verlässt, ist er auf alles vorbereitet. Wir tragen immer eine Waffe, wenn wir das Haus verlassen. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den Menschen zu helfen, da zu sein, wenn sie uns brauchen. Diese Stadt ist das Vermächtnis meiner Eltern und auch schon meiner Großeltern. Ein einträgliches Vermächtnis.
verborgen in den Bergen von Mako, mitten im Dschungel. Mehrere Goldminen, die nur schwer zu erreichen sind. Kontrolliert werden die Minen natürlich von der Familie Rimando. Adrian zeigt uns eine neue Ader. Die Menschen hier arbeiten nach uralten Methoden und setzen sich dabei extremen Gefahren aus. All das für ein paar Gramm Goldstaub. This is our business. Davon leben wir. Das ist unser Geschäft. Deshalb müssen wir es schützen. Gold ist extrem wertvoll. Gold bedeutet Geld. Da kann jederzeit etwas passieren. So you will be gunned down because of that precious. Deshalb tragen wir immer eine Waffe. Kommt sie oft zum Einsatz? Ja, schon. Nur wenn es wirklich nötig ist. Nur um uns zu schützen. Wir sind ja nicht böse. We are not bad guys. Zwei Drittel der Erlöse aus der Goldmine steckt die Familie Rimando in die eigene Tasche. Mit dem Geld hat der Clan auch eine Privatarmee gegründet, die in der Stadt für Recht und Ordnung sorgen soll. Und auch ihre Waffen gekauft. Adrians älterer Bruder hat die Truppe zusammengerufen. Sie singen die Nationalhymne. Das sind die Schutztrupps des Rimando-Clans. Regelmäßige Zusammenkünfte sollen Moral und Motivation hochhalten. Ich sage euch, wir sind besser als die anderen. Wir sind nicht nur einfache Bürger. Nein, wir sind mehr als das. Wir haben eine Mission. Wir wollen unsere Stadt schützen. Wir wollen unsere Familien schützen. Unsere Kinder. Das ist unsere Verantwortung. Nach der Ansprache bekommen die Milizen hinter dem Rathaus Schießunterricht. Den Anfang macht der Ältere der Rimando-Brüder. Das ist mein Baby. Das ist meine Frau. Das ist mein Gewehr. Die Rimandos sind wie der Duterte-Clan. Eine Nummer kleiner, aber mit der gleichen Leidenschaft für Waffen. Das Prinzip der Einschüchterung funktioniert hier genauso gut wie überall. In Manila hat Pater Mathieu Abend für Abend mit ganz anderen Problemen zu tun. 250.000 Straßenkinder soll es auf den Philippinen geben, 100.000 allein in der Hauptstadt. Kinder, die sich selbst überlassen sind, die auf dem Bürgersteig schlafen. Sie werden von der Polizei gejagt, sind in Gangs, schutzlos ausgeliefert. Pater Mathieu möchte sie überreden, mit ihm zu kommen. Aber die meisten wollen nicht. Die Straße ist ihr Zuhause. Die anderen obdachlosen Kinder ihre Familie. Viele von ihnen schnüffeln schon seit Jahren Lösungsmittel. Heute entdecken Pater Mathieu und seine Helfer neue Gesichter. Ich denke, das kleine Mädchen dort in dem blauen Hemd wird mit uns kommen. Für sie ist es gefährlich hier. Sie hat keinen Vater und ihre Mutter sitzt im Gefängnis. Sie kennt niemanden hier. Niemand schützt sie. Normalerweise bleibt da nur der Weg in die Prostitution und davor wollen wir sie bewahren. Wir werden gleich mit ihr sprechen und ihr das klar machen. Der Polizei müssen wir nur Bescheid sagen, dann kann sie mit uns kommen. Hey, ich muss ein paar Dinge von dir wissen. Wie heißt du? Ich heiße Maria. Seit wann lebst du auf der Straße? Seit 2 Wochen. Hast du noch Familie? Nein. El
Ihr geht es gerade richtig schlecht, denn das andere Mädchen wird mit uns kommen. Sie wollte nicht. Und jetzt ist sie völlig verunsichert. Unter Einfluss der Drogen ist ihre Reaktion entsprechend heftig. Unser Pädagoge wird die richtigen Worte finden, um sie zu beruhigen. Es bringt nichts, sie mitzunehmen, denn sie will eigentlich nicht. Dann wird sie auch nicht bleiben. Wenn man nicht von sich aus weg will von der Straße, wird es nicht klappen. Sie fängt wieder an zu schnüffeln. Kommt, wir gehen. Pater Mathieus Stiftung finanziert sich ausschließlich durch Spenden. So konnte er diesen Kleinbus kaufen, in dem Maria schließlich einschläft. Es ist 2 Uhr morgens. Die Türen der Notunterkunft für die Kinder stehen zu jeder Uhrzeit offen. Hier kann Maria sich waschen und dann zusammen mit anderen Mädchen in Sicherheit schlafen. Im Morgengrauen verlässt ein Jugendlicher den Schlafraum für die Jungen. Diego ist 14 und sein Leben ist in ständiger Gefahr. Er kommt oft hierher. Pater Mathieu kennt ihn gut. Ein sehr, sehr instabiler Junge. Kein Wunder bei all dem, was er erlebt hat. Diego kommt immer wieder zu uns. So verlieren wir ihn nie ganz aus den Augen. Wenn er richtig große Probleme hat, so wie jetzt, sucht er hier Schutz. Vorgestern kam er an und war vollkommen durcheinander. Sein Freund hatte gerade eine Kugel in den Kopf bekommen und ihm war klar, dass die Polizei und die Antidrogentrupps auch hinter ihm her sind. Er war in totaler Panik, als er hier ankam und dachte, jetzt müsse auch er sterben. Ist das Auto fertig? Natürlich. Hier, nimm das Telefon und die SIM-Karte. Wird schon gut gehen. Diego wird für ein paar Monate aufs Land gebracht, weit weg von der Hauptstadt. Pater Mathieu weiß, wie erbarmungslos die Welt ist, in der der Junge aufwächst. Für eine Weile wird Diego in Sicherheit sein. Doch für die meisten anderen in Manila geht der tägliche Kampf ums Überleben weiter. I need your spirit.